wäre diese Kälte nicht ein Grundzug der Anthropologie, der Beschaffenheit der Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft tatsächlich sind, wären also nicht die Menschen im Grunde gleichgültig gegen das, was mit allen anderen geschieht, außer den paar, mit denen sie denken und mit Interessen verbunden sind. So wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Die Menschen hätten es dann nicht hingenommen. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlichen Konkurrenten, ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alle zusagen und keiner sie nun werden helfen. Bitte verstehen Sie mich. Ich möchte nicht die Liebe predigen, deshalb, weil ich es vergeblich halte, sie zu predigen, und auch, weil keiner das Recht hätte, sie zu predigen, weil jener Mangel an Liebe, ich sagte es schon, der Mangel aller Menschen ist ohne Ausnahme so, wie sie heute existieren. Liebe predigen setzt in denen, an die man sich dabei wendet, bereits eine andere Charakterstruktur voraus. Denn die Menschen, die man lieben soll, sind ja selber so, dass sie nicht lieben können und darum keineswegs so lieben sind. Es war einer der großen Impulse des Christentums, dass es die alles durchdringende Kälte gefühlt hat und versucht hat, sie zu verändern. Aber dieser Versuch, und ich glaube, das muss gesagt sein, ist vergeblich geblieben, weil er nicht an die gesellschaftliche Ordnung rührte, welche die Kälte produziert und reproduziert. Vielleicht ist die Wärme unter den Menschen, nach der alle sich sehnen, außer in kurzen Perioden, ganz kleinen Gruppen, vielleicht auch unter manchen Willen, bis heute überhaupt noch nicht gewesen. Wenn irgendetwas helfen kann gegen diese Kälte, als verdiene ich es mit Recht, dann ist es allein die Einsicht in ihre eigenen Bedingungen und der Versuch, im individuellen Bereich Möglichkeiten zu schaffen, die dem entgegen sind. Man möchte glauben, je weniger in der Kindheit versagt, je besser Kinder behandelt werden, umso mehr Chance sei dazu. Aber auch hier ist vor Illusionen zu warnen, nicht nur deshalb, weil Kinder, die gar nicht die Grausamkeit und Härte des Lebens erfahren, dann, wenn sie aus dem Geschützten entlassen werden, erst recht der Barbarei.